Profi. Und der ist am nächsten sogar, der Stillwasser. Hier gibt's nicht viel zu holen. Wenigstens ist das ich fühle mich schwach. Denn hier. Auch Mann. War aber noch nicht. Was verkaufst du eigentlich genau? Erstklassiges Farbemittel. Für garantiert leuchtende Farben, die nie verblassen. Na, nein, danke. Das ist nichts für mich. Was soll das heißen? Selbst der beste Krieger muss schließlich gepflegt aussehen. Er könnte leuchtende Farben tragen, um aus der Menge herauszustechen. Oder dunkle, um nachts ungesehen zu seiner Liebsten durchs Fenster zu schlüpfen. Eigentlich sind mir bei der Rüstung andere Vorzüge wichtiger als Farbe. Aber irgendwie hast du auch wieder recht. Aber natürlich. Bitte sieh dich um und kaufe ein. Du wirst nicht enttäuscht. Gibt es schwarz? Gut, zeig mal, was du hast. Wow. Türkis, braun, grün, blau, orange, rosa. Oh, die ist für schwarze Rüstung. Die ist ganz selten. Genau wie die rote, die wir haben. Ich muss los. Bis dann. Na gut. Bosskämpfe sind nicht mein Fachgebiet, ehrlicherweise. Macht sie immer mal wieder. Ich hoffe, dass ich gut genug bin, um jetzt hier ein bisschen Geld damit zu machen. Nachdem wir letztens Jahr sehr viel Geld ausgegeben haben. Offi. Alles in Ordnung. Hafentor. Würden. Keine Sorge, hier ist die Luft so gut, dass man nie einkommt. Okay. Haben wir ihn schon? Meister Hexer, ist wirklich nötig, ein Mann, der zu holen? Wirst du gegen Stillwasser antreten? Na, wirst du? Na, aber. Na, so was von. Machen wir den fertig. Ich fordere dich zum Duell. Mit der Maske ist auch ein bisschen unfair, ne? Wie wollen wir den denn vernünftig zerbeulen? Edle Herren, tugendhafte Damen! Schon bald beginnt ein weiterer Kampf! Oh. Na, schau mal. Oh, warte mal, der haut ganz schön rein. Ich muss ein bisschen vorsichtiger boxen. Nein, 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 Stillwasser, warte mal. Das gibt's nicht. Das ist totaler Bullshit, dass er mich seitlich immer so erwischen kann.
Ja. Das ist nicht dein Tag. Ja, meiner aber auch nicht. Guck mal, was der mit mir macht hier, Geralt. Ach, Geralt, schlag doch nicht daneben, wenn du ihn hättest treffen können. Ja, wir könnten es noch hinkriegen, wenn wir jetzt nichts mehr vergeigen soweit. Ja. Sehr gut. Meine Damen und Herren, der Hexer bezwingt den bislang ungeschlagenen Stillwasser. Was für ein Kampf! Seines Gelübdes enthoben, kann der Ritter nun sein Gesicht zeigen. Deine Schläge sind stark und ehrlich. Meinen Glückwunsch. Danke. Sonst hast du nichts zu sagen? Ich bin eine Frau. Keine dummen Sprüche? Wieso? Was soll da dran sein? Wir leben doch im 13. Jahrhundert. Frauen führen Tavernen und Höfe. 13. Jahrhundert, ja. Für wenn es da so gewesen wäre, oder? Du nicht, es wäre ehrlos, gegen ein Weib zu kämpfen? Das ist was für Leute, die Angst haben, gegen eine Frau zu verlieren. Du musst nun gegen den Koloss und gegen Kerlbürste antreten. Wenn beide besiegt sind, wartet der Maestro. Kein nix Problem. Wenn du den Koloss suchst, findest du ihn im größten Hof von Saint-Sébastien. Und Kerlbürste spaziert meistens in den Docks südlich von Hauteville herum. Mhm. Immerhin, 222, 193. Wir machen halt zuerst jetzt Kerlbürste. So, laufen wir noch mal ein bisschen durch Beauclair, was auch schön ist. Und nun zu den Wundern des jährlichen Ritterturniers. Als ich noch ein Junge war, hatte ich... Speichern wir? Das nächste. Wir haben Glück gehabt, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben nicht gut gekämpft. Hatten dann aber am Ende Glück, dass wir einfach keinen Fehler mehr gemacht haben. Er sieht mir wie ein richtiger Abstand aus. Wenn er so lahm ist wie seine Zunge, willst du mitmachen? Ja. Ich denk drüber nach. Ja, wir denken nicht damit drüber nach. Damit du nicht überrumpelt wirst. Denk daran. Intellekt zählt so viel wie Stärke. Denn Kerlbürste ist kein gewöhnlicher Kämpfer. Klar. Klar, legen wir los. Oh, ich hab Knie weicher als Wackelpudding. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. Mein Gott. Verschrobene Beleidigungen brauche ich nicht. Ich kenne wirksamere Methoden. Ja, hoffen wir mal. Jetzt haben wir große Klappe gehabt und nicht, dass wir das noch bereuen. Oh, der ist schnell. Boah. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Nee, nee. Oh, jetzt hat er uns doch noch mal erwischt. Penner. Bringen wir es zu Ende. So. Als Mann wie
weniger Worte und noch weniger Scherze beweist der Hexer Kampfeswillen. Geralt hat Kerlbürste geplättet. Ja, so läuft nur das. Noch ein Gegner bleibt. Und was für einer. Der Koloss. Der schnellste Kämpfer weit und breit. Du findest ihn in Saint-Sébastien, im größten Hof des Bezirks. Bezwinge ihn. Dann wartet der Maestro auf dich. Na, okay. Machen wir. 355 Meter, da können wir wahrscheinlich eine Schnellreise benutzen, oder? Aber, komm, geh doch da weg. So. Voll. Beim Fasanentor. Aus dem Weg. Bis zum, pünktlich zum Kampf. Da, wo es wichtig war, den Gegner zu vernichten, da haben wir es wenigstens auch mal geschafft. Also. Ja. Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen, traust du dich gegen den Koloss zu kämpfen? Ja. Wieso heißt der Koloss, weil er so groß ist, wie man sieht. Gut, kämpfen wir. Ha, langweilig. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Und wie willst du dann dein Schwert halten? Das ist doch kein Wettkampf. Du willst nicht kämpfen? Warum dann nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden? Oho, wir sind etwas gereizt, wie? Ein Hexer, hm? Machen wir es so. Blockst du drei meiner Schläge, gewinnst du. Aber du darfst mich nicht angreifen. Kein einziges Mal. Block einfach meine Schläge ab, okay? Doppelter Einsatz, wenn du drei überstehst. Spendierhosen an. Ich weiß ja, dass du es nicht schaffen wirst. Hat doch keiner geschafft. Bin zu schnell. Na, bist du bereit? Ich hau dir lieber regulär aufs Maul. Wie enttäuschend. Der Hexer versteht keinen Spaß. Na gut, das macht auch keinen Unterschied. Ja, man muss die überheblichen Meine Leute Damen ja auf den Boden der Tatsachen kriegen, ein oder Kampf, nicht? Ein Kampf, ein Kampf! Endlich! Normales Reglement. Hexer gegen Koloss. Ja, ach geht es. Oh. Den Zaun wahrscheinlich auch noch abgekriegt. Der Hexer besiegt den Koloss in einem regelkonformen Kampf. Und was für ein Kampf das war! Du schlägst hart und gut, Meister Hexer. Danke. Dir gebührt mein Respekt, edler Herr. Das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und nun hast du das Recht, den Maestro persönlich herauszufordern. Du findest ihn bei den Docks. Ja, sehr schön. Dann... Aufi, Aufi. Fliegende Fäuste, Toussaint. Siege dem Maestro. Das wird dann wahrscheinlich unser letzter Faustkampf in The Witcher 3. Man weiß ja nicht, was die Zukunft bereithält.
verdammte Hexe. Ich glaube, ich habe Fieber. Was? Was wird der Morgen bringen? Vielleicht weniger Regen. Wäre auch nicht so verkehrt. Im Hafen. Ihr seid der alte Remo. Hey, sieh an, wer ist das denn? Die weiße Waffe. Finde ich hier den Boxer, den man den Maestro nennt? Maestro, Champion, der Unbesiegte. Er hat viele Namen. Du bist der Hexer, der die drei geringeren Meister ausgeschaltet hat? Der bin ich. Wollte gegen den Maestro kämpfen, doch er scheint verhindert. Mit Alkohol kuriert der Maestro seine schlimme Schüchternheit. Er ist ein sensibler Mann, musst du wissen. Nüchtern würde er nicht mal ein Kissen ausklopfen. Ein nüchterner Kampf ist wie ein Tanz ohne Musik. Ja. Dann. Also gut. Ich fordere dich heraus. Moment! Hoppla, ich habe meine Prinzipien und Regeln. Wo ich esse, scheiße ich nicht. Und gegen nüchterne Leute kämpfe ich nicht. Was heißt das? Das heißt, entweder du trinkst, oder du verpisst dich mit Anlauf. Na gut, dann... Das gibt auch richtig Asche. Schön. Mesdames, Monsieur, der Maestro tritt auf. Endlich. Dann mal los. Gut. Verlieren wir die Nerven. Ja. Hey, mach gar nicht das Haus hier. Merkt man, ja. Großartig. Sag mal. Das war's schon. Naja, der größte Meister ist der Schwächste. Hast nicht besiegt. Jahrelang nicht passiert. Deine Fäuste. Einfach glorreich. Danke. Mehr hat man dazu nicht zu sagen. Darauf muss ich trinken. Guter Kampf. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass du jetzt den Titel trägst. Da habe ich mehr Zeit für meine wahre Leidenschaft. Hiermit erkläre ich Hexer Gerald von Riva zum Faustkampf-Champion von Buclair. Bravo! Hervorragend. Hier, deine Trophäe. Ja, nice. Leben ohne Saufen ist wie Lieben ohne Lecken. Alles klar. Du kriegst mich nicht. Das haben wir trotzdem fertig. Schön. Auskämpfer sind vorbei. Hier krieg ich Fianelli Bank. Das ist auch nochmal was wir machen können. Noch hier in der Stadt und das bringt ein bisschen Geld. Bisschen umständlich. Hallo, kleines Land. Ist mein Lieblings-Asterix- und Obelix-Film angelehnt. Waren wir hier schon drin? Liebe Frau, Hotelwirtin. Ach, du tritt ein in meinen Salon, guter Herr. Was führt dich nach Toussaint? Sprich. Nennen wir es Geschäfte. Ah, also eine Geschäftsreise. Nichts als Arbeit, Druck, fremde Betten.
Da muss man sich auch mal eine Entspannung gönnen. Vielleicht können dir meine Mädchen dabei helfen. Ja, aber nee. Wir spielen Gwent. Ich muss noch Karten sammeln. Ich suche etwas Neues, etwas Spezielles. Du weißt doch, ich... Gwent. Okay. Feuerteil, ja, das ist doch nett. Das ist auch alles okay soweit. Geht schlimmer, Sonnenschein. Nimm mal Olgier da weg. Das ist okay. Wir haben keine Finte, das finde ich blöd. Ansonsten geht alles. Das ist schon mal okay. Es fehlen, glaube ich, noch 9 oder 10 Karten vom Skellige-Karten-Set und dann hätten wir das eigentlich auch so gut überstanden. Ich habe 4 Karten mehr. Jetzt. Ich irgendwie 11 zusammen? Nee. Könnte ich Nebel benutzen? Und gewinnen. Und hab 3 mehr, weil ich jetzt nur eine ziehe. Warte, dass er noch ein paar Nahkämpfer ausspielt, damit ich... Mhm. Ich glaube nicht, dass hier noch was schief geht. Ich glaube, da kann ich entspannt zu Ende spielen. Sonne. Und einmal tröten und gewonnen. Feuerteil finde ich mit Abstand die schwächsten. Aber vielleicht liegt das auch, dass die nördlichen Königreiche genau da gut gegen sind. Madröme. Wir haben da oben noch einen Händler. Suchst du was? Hier findest du es. Warte. Oh. Ein Schlachter. Fleisch der frischesten Sorte! Wind, er spielt aber immerhin. Das ist auch gut. Ich weiß, du bist beschäftigt. Egal. Abgaben. Räudige Hansen. Er spielt dann mit Skellige. Ist okay. Gute Karten diesmal, glaube ich. Wir lassen den Olgier mal wieder weg und wir lassen. Ja, das behalten wir ruhig. Finte einmal ist auch gut. Nehmen wir das noch. Musste man das Turnier, was man gewinnen musste, für die Trophäe hier auch mit dem Skellige-Kartendeck spielen? Ich glaube ja, ne? Also dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn wir vorher erstmal alle Karten sammeln. Was das Kartenset hier so zu bieten hat. Mois sagt, die entwickeln sich jetzt irgendwie weiter, ne? Jo. Wir haben 5 Karten mehr. 3 Karten mehr. Okay.
oder 4 Karten. Darf er sich das aussuchen, wenn er dann nimmt? Oder ist das zufällig mit der Fähigkeit? Leute werden als gewollt, eventuell. Wir nehmen erstmal den. Die sind schwächer, als sie haben will. Stärker, als sie haben will, hier die gelbe Typen, ey. Ich hab die gar nicht so stark in Erinnerung. Warten immer noch ab, weil ich nicht weiß, ob er den noch zum dritten Mal hat. Wir haben Zeit. Alles nicht gut. Wow, wow. Fertig, das gibt's ja gar nicht. Okay. Sieht trotzdem gut aus. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber. Sollten eigentlich. Ferris ist böse, aber ist nicht so schlimm. Oh Gott, wen holt sie noch dazu? Noch einen davon. Ja, genau. Okay. Sieht trotzdem gut aus, glaube ich. Wenn jetzt gleich. Hallo, guten Abend. Machen wir dann erst den weg. Die drei da oben weg. Wollten wir eigentlich gewonnen haben. Aber schon sehr gute Karten. Ehrliches Sturm. Gut, dann weiter Umweg zur Gianfanelli Bank. Also wir treffen unterwegs noch auf andere Händler. Scheint heute mal hier die Sonne. Nicht. Früher hätten die Ritter kurzen Prozess mit solchen Abschauen gemacht. Nett. Ich denke, ich bin in der letzten Erweiterung, aber die dauert jetzt trotzdem auch nochmal ein Stück. Also, ja. Aber so lang ist es jetzt tatsächlich nicht mehr. Irgendwie schön, aber bei so ganz so langen Spielen, wie ich das jetzt spiele, ist es immer. Dann auch was schade. Dann habe ich das ja nun auch zum dritten Marsch schon durch. Dann. Mich täuschst du nicht, aber auch gut. Ich sehe, dass du ein Mörder. Ja, ich mag das ja eh, das Spiel. Ich glaube etwas hinter WoW oder Skyrim, aber trotzdem immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Oh. Freundchen, bist schließlich in Bocley. Mein Bruder hat mir ein Schwert geschenkt. Ich habe es Nadel genannt. Kann ich mal mit deiner Armbrust schießen? Das ist die Bank. Und jetzt fängt der Bürokratiekram hier an. Ort als eine Bank. Geld muss immer stimmen. Willkommen in der Gianfanelli Bank. Wir sorgen für ihr Geld, als wäre jo, es uns. Jo, gute Nacht, bis morgen. Und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen? Na, wir wechseln jetzt erstmal das Geld, was wir haben, die Ohren und Floren. Ich möchte gerne Geld wechseln. Aber natürlich.
Und jetzt müssen wir das Geld abheben. Ich habe hier ein Konto. Ich möchte gerne was abheben. Aber sicher, dein Name? Gerald von Riva. Einen Moment bitte, ich sehe in den Akten nach. Ich fürchte, ich kann nicht weiterhelfen. Besondere Umstände. In den Akten ist ein Vermerk. Der Kontoinhaber ist verstorben. Das stimmt nicht, wie du siehst. Das muss ein Fehler sein. Der Vermerk ist eindeutig falsch. Um das Konto zu reaktivieren, brauchst du Passierschein A38. Ja, begib dich bitte zu Schalter 1, um weitere Informationen zu erhalten. Mhm. Also gut. Wo ist Schalter 1? Viel Glück dabei. Hallo, Schalter 1. Oh, da habe ich die Kerze ausgemacht. Ich wollte mit dir reden. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Brauche den Passierschein A38. Ich möchte mein Konto reaktivieren und brauche ein Exemplar von Passierschein A38. Falscher Schalter, tut mir leid. An wen soll ich mich denn wenden? Ich muss überlegen. Oben vielleicht, bei den Akten oder unten im Archiv? Fragt danach, mein Herr. Also schön. Gut, wir gehen jetzt auch mal runter. Hast du ein Anliegen? Fragen danach den Passierschein A38. Beim Bankangestellten. Was ist denn? Wir haben hier sehr viel zu tun. Passierschein A38. Kannst du mir vielleicht ein Exemplar ausstellen? Ach, verflixt. Die sind geradeaus. Was? Im Ernst? Natürlich nicht. Ich habe so etwas gar nicht. Du befindest dich hier im Archiv. Und wenn ich eine kleine Spende tätige, an einen bestimmten Bankmitarbeiter? Bestechung, mein Herr? Wie geschmacklos. Ich kann euch wirklich nicht helfen. Das hier ist das Archiv. Alles klar, dann wieder danke, hoch. Danke, das wäre alles. Ja, ja, das sagen sie alle. Wenn ihr wieder oben seid, richtet ihnen aus, dass sie gefälligst nicht jeden verirrten Trottel mit einem Problem zu mir schicken. Verdammte Bürokratie. Ja, hast du was auf dem Herzen? Jetzt geht's hoch. Bei den Akten. Ja, Geld. Wie kann ich dir helfen? Man muss immer stimmen. Entschuldigung, ich muss Weg. Mal durch. Da. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen, der Herr? Brauche ein Dokument, Passierschein A38. Kriege ich hier den Passierschein A38? Selbstverständlich. Gebt mir nur Formular 202, bitte. Formular 202? Was soll das werden? Ein Scherz? Mein Herr, ich halte hier nur die vorgegebenen Verfahrensweisen ein. Der Passierschein A38 kann nur bei Vorlage von Formular 202 ausgestellt werden, wie in Verordnung N60 ausdrücklich erwähnt. Begebt euch bitte zu Schalter 1. Von da komme ich gerade. Egal. Bis gleich mit Formular 202. Jawohl. Oh. Du hast dich vorgedrängelt. Ist mir egal. Nö. Ernsthaft. Das ist mir völlig egal. Du mieser Rüpel! Das lasse ich mir nicht bieten! Warte nur, dir bring ich Manieren bei! Ich bin gerade Faustkampfmeister von Beauclair geworden. Du Vogel.
bitte! Wenn ihr euch schlagen wollt, tut es draußen! Raus! Sofort! Na gut. Dann auf zum nächsten Faustkampf heute. Hatten wir ja erst ein paar. Schon wieder. Zum dritten Mal in dieser Woche. Ich wende 10 auf den rechts. Meine Güte. Haben wir doch nochmal einen guten Kampf hingelegt. Ja, sehr ruhig. So. Omulat 202. Wo ist sie hingegangen? Pomade. Ich muss dem Duft folgen. Das könnte die richtige Spur sein. Das Archiv. Da bin ich auch mal runtergelatscht. Für diesen Mini-Fest hätte unser. Sie sagt, Puffärmel wären schwer im Kommen. Entschuldigung, ich suche Schalter 1. Puffärmel? Nicht dein Ernst. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Hallo. Es ist halt wie in dem Film. Wir sind in der Pause. Celine, Liebling, kannst du mir das eben abzeichnen? Ah, da bist du ja. Hör mal, ich... Wir sind in der Pause. Wie man sich auch um Freundlichkeit bemüht, es hat keinen Zweck. Setz dich und warte bis zum Ende der Pause. Ich muss warten, bis sie mit ihrer Pause fertig sind. Du musst warten, sie machen gerade Pause. Und? Was willst du hier, mein Freund? Passierschein A38. Ich glaube, Formular 202 brauche ich auch. Formular 202? Kein Problem. Zertifikat P. Das ist was anderes. Aber wenn wir schon warten müssen, wie wär's mit einer Runde Gewinnt? Klar. Wenn ich eine Karte von dir kriege, spielen wir. Auch noch Musik Karten. Musik in meinen Ohren. Ich arrangiere sogleich meine Karten. Bin ich froh, wenn die's... Es war okay, wie gesagt, ich mag Gewinnt ja auch irgendwo, aber ich bin irgendwie genauso froh, wenn das jetzt hier mal irgendwann vorbei ist. Damit. Das ist so ermüdend irgendwo. Ja, kriegst wieder keinen Scheiß. Das ist ja wie Musik in meinen Ohren. Tja, machen wir mal das da. Probleme.
machen wir doch das, plus das. Und der ist weg. Der spielt echt bis zum Schluss. Das macht auch gar keinen Sinn, was der da macht. Egal. Das ist nicht schlimm. Also, fertig, okay. Ein gewiefter Spieler, wie ich sehe. Gratulation. Na gut, ne? Als Preis enthülle ich dir meine narrensichere Abkürzung durch den Bürokratiedschungel. Es ist zwecklos, die offiziellen Kanäle zu bemühen. Ich habe die Leute alles versuchen sehen. Magie, Hypnose, Bestechung. Nichts nützt. Dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich gar nichts machen? Nur eins. Freundlich sein. Sehr freundlich. Diese Frau da sitzt täglich 12 Stunden im Schalter. Und bekommt von kaum jemandem mal mehr zu hören als guten Tag. Besorg ihr ein paar Blumen, etwas Parfum. Dann wirst du schon kriegen, was du willst. In 0,0. Das ist einen Versuch wert. Ja, hervorragend. Nur noch Blumen kaufen. Viel Erfolg. Geht doch direkt da rein. Weiter geht's. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Brauche Formular 202. Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht? Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallend zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Das haben wir gleich. Vollständiger Name? Gerald von Riva. Mal sehen. Gedon, Gemmel. Hier. Gerald von Riva. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausstellen. Wie bitte? Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Blumen schenken. Ich habe dir Blumen besorgt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe bei meiner Akte. Aber das geht doch nicht. Für mich? Wirklich? Sie passen zur Farbe deiner Augen. Eieiei. Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Wartet einen Moment. Ich hole Meister Chianfanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Guck mal. Blumen. Und schon ist das Ding gelaufen. Nicht? Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden. Aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Gerald. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich habe ein Problem mit meinem Konto. Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Gerald. Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen.
Keine Ausreden mehr. Was ist Geld? Chianfanelli, keine Ausreden mehr. Zahl mich aus. Jetzt. Bitte, Meister Hexer, wozu die Aufregung? Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Mhm, und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Jawohl, Meister Hexer. Hier entlang. Wie läuft denn das Geschäft, Meister Hexer? Gut für dich. Das geht dich alles nichts an. In unserer Branche ganz anders aus. Der Weinabsatz fällt und fällt. Das liegt an den blöden Namen, ich sag's dir. Kein Mensch außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genieren sich danach zu fragen. Ja, hast du was auf dem Herzen? Alles in Ordnung? Einer. So, Bankfach 256. Ganz hinten rechts. Was? Kann ich sonst hier irgendwas aufmachen? Nee. Gab es hier nicht am Ende nochmal so richtig Ärger irgendwie? Speichern wir eben. Was zur Hölle soll das, Chianfanelli? Das Fach ist leer. Tja, also, Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins in den Kreislauf zurückgegeben. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter. Im Handumdrehen war das Fach leer. Du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bart meiner Großmutter. Nee. Du hast mich schon einmal reingelegt. Das lasse ich nicht nochmal zu. Meister Gerald, ich bitte dich, halt an dich. Wir finden eine Lösung. Ganz bestimmt. Ich schneid dir das Geld aus dem Wanst, wenn es sein muss. Wache! Hilfe! Wir schlitzen dich auf! Oh, nee. Ja, sag mal. Oh, jetzt kriegst du einen Druck. Komm schon! Komm! Ein Schlüssel. Ja. Wundert dich das? Du musst doch hier raus. Schlüssel. Wenn ich den Fatzke erwische. Jetzt gibt's richtig was. Ja, Mariam. Schließ das Konto und zahl den Herrn aus. Danke. Meister Hexer, dein Geld. Mach bitte nur keine Schwierigkeiten mehr, ja? 200. Nee. Ich hatte mindestens ein paar Tausender erwartet. Da ging einiges ab. Steuern, Inflation und so weiter. Für die Wirtschaft kann keiner was, nicht wahr? Das hätte ich mir denken können. Ah, Meister Hexer, eins noch. Komm nie wieder in meine Bank. Ich brauche keine Kunden wie dich. Ihr Geld wollen. Macht schon Sinn. Blödsinn. In der Bank Geld haben wollen. Und Kack. Boah, das geht einen ja auf beim Zugucken. Wenn man in selbst, wenn man sich nur überlegt, dass man in dieser Haut stecken würde, wie Geralt da. Mal lieber um die Wandergilden kümmern. Ein Albtraum. Einfach nur übel. Schlecht. Komm, geh weg. Oder Kackze. So. Liebe Zwerge in BOW. Hier. Das ist irgendwie totaler Kram. Aber wir haben unser Geld, auch wenn es nur 200 waren. Also gar nichts. Das ist kein Held, sondern der Schlechter von Bordwick.
Und wir haben da aber noch einen Geldwechsler. Willst du auch gewinnt? Florin, Uren, Kronen, habe ich alles. Ja, ich aber nicht. Ja, du bist doch gegen mich gelaufen. Hallo, verrückt. Okay. Hexeraufträge haben wir neben. Wie war das jetzt? Uha, Gwint ist da. Wo war das da? Skellige meine ich. 7 Karten fehlen uns hier noch. Okay. Wir haben die Faustkämpfe gerade also alle fertig. Dann haben wir. Unser Geld geholt und ein paar Gwint-Karten, skellige Karten geholt. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir dann. Ist auf das der Tod und scheidet. Untersucht den Lärm auf dem Friedhof.